Ressentiments in den Untergang führen. Das werden wir verhindern. Nicht motzen, sondern handeln und anpacken. Also gib mal einen Daumen hoch für Beatrix von Storch, wie sie hier diese Gestik nachmacht. Also ich musste wirklich so lachen, als ich mir diese Olaf-Scholz-Rede gegeben habe. Das ist die schlimmste und schlechteste Rede aller Zeiten. Darf ich eigentlich einen Scholz jetzt offiziell als Nazi bezeichnen? Weil ja damals anscheinend auch gewisse Herren solche Reden gehalten haben könnten. Zumindest die Mimik und Gestik ähnelt sehr stark. Macht dir auf jeden Fall selbst ein Bild. Heute reagieren wir auf Scholz' geniale Rede, ne? Jeder hat auf eine 180-Grad-Drehung in der Migration gewartet. Jeder hat auf seine Rücktrittsverkündung gewartet. Jeder hat sich gedacht, Mensch, er feuert endlich mal Saskia Esken. Aber es kam noch viel heftiger. Deswegen haben wir mal hier die Highlights rausgepeikt. Und ganz ehrlich, schreibt deine Meinung zu Scholz mal in die Kommentare. Hat der Mann eigentlich noch wirklich verstanden, was hier gerade in diesem Land passiert? Weiß der eigentlich, was die Leute von ihm denken? Anscheinend nicht. Immerhin 0% sind für die Ampelregierung. Und deswegen schauen wir mal gemeinsam rein. Glaub mir, also wer da nicht ein paar Schenkelklopfer findet, das kann hier alles nur Realsatire sein. Film ab. Wahlen, die in Sachsen und Thüringen stattgefunden haben, weil ich finde, das gehört hierher und es muss auch klar gesagt werden. Die Wahlergebnisse für die AfD, die Wahlergebnisse für rechtspopulistische Parteien sind bedrückend und wir werden uns in Deutschland niemals daran gewöhnen. Oh doch, Scholz, das müsst ihr in Zukunft. Und vor allen Dingen, bedrückend sind also laut ihm anscheinend auch die AfD-Wähler, weil das sind ja sowieso alles dumme und dämliche Leute, die nicht wissen, wo sie ihr Kreuzchen setzen. Richtig, Herr Scholz? Die AfD ist schlecht für unser Land. Die AfD wird dafür sorgen, dass unser Land absteigt, wenn sie ihre Politik umsetzen kann. Die AfD hat ein Menschenbild, das ist von gestern, ein Frauenbild, das ist von gestern. Und wir werden alles dafür tun, dass diese politische Formation wieder an Bedeutung in Deutschland verliert. Und deswegen kriegen so viele eben keine Kinder, weil der SPD-Scholz das so sieht. Na, das traditionelle Familienbild ist nicht so wichtig. Hauptsache, wir sind alle Vogue und alle nur noch irgendwie bunt, Multikulti und dementsprechend ganz, ganz wichtig. Kinder brauchen wir nicht. Bildung für Kinder brauchen wir auch nicht. Und der Wirtschaft geht es schlecht, wenn die AfD an der Macht kommt. Herr Scholz, wissen Sie, wer jetzt aktuell an der Macht ist bei den ganzen Insolvenzen? Ich frag für einen Freund. Wahrscheinlich klatschen die alle nur so lange, weil sie keine Lust haben auf Olaf Scholz, ne? Auf die Redezeit. Sie sind mit der Vergangenheit verheiratet. Und zwar einer Vergangenheit, die Sie stilisieren, die es gar nicht gegeben hat. Sie versuchen, unser Land um die Zukunft zu bringen. Und deshalb ist das die große Auseinandersetzung. Hier in Deutschland, in vielen Ländern in Europa, übrigens auch in den USA. Die Auseinandersetzung über die Frage, ob wir in unseren Ländern daran glauben, dass wir eine bessere Zukunft haben und Politik machen, um sie zu erreichen. Oder ob wir glauben, dass wir nur auf die Vergangenheit orientiert sein sollen und unser Land deshalb verfeinden und mit Ressentiments in den Untergang führen. Das werden wir verhindern. Nicht motzen, sondern handeln und anpacken. Also gib mal einen Daumen hoch für Beatrix von Storch, wie sie hier diese Gestik nachmacht. Und jetzt mal ganz ehrlich, wisst ihr, ich habe mal gelesen, eine Sekte besteht darin, dass sie immer das Seelenheil oder eben auch die Erfolge in die Zukunft prognostiziert. Das heißt, diese altbekannte Mohrrübe, die dem Esel die ganze Zeit vor die Nase weggehalten wird, das ist genau das, was Scholz hier macht, ne? Also ja, wir müssen daran glauben, dass wir erfolgreich sind mit der Ampel. Wir haben in der Zukunft Erfolge und dementsprechend machen wir das noch. In der Zukunft diskutieren wir über die Diskussion. Also es wird aber noch lustiger. Also ich kann einfach nicht mehr. Das ist die Devise. Unser Land steht vor großen Herausforderungen. Und ich finde, wir müssen, sollen und werden in dieser Debatte über diese großen Herausforderungen sprechen. Große Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind und die wir bewältigen müssen. Eine der großen Fragen für die Zukunft unseres Landes ist Zuwanderung und Migration. Und ich fange jetzt mit dem an, was zur Geschichte unseres Landes dazugehört, zu der Erfahrung der letzten Jahre und Jahrzehnte und zu dem, was für die Zukunft wichtig ist.
Boah, jetzt gibt's eine Geschichtsstunde, meine lieben Freunde. Aber auch dieser Satz mit den Herausforderungen. Also ganz ehrlich, wusste Herr Scholz, dass es in dieser Rede Floskelnverbot gibt? Anscheinend nicht, weil diesen Satz mit den Herausforderungen kannst du so ziemlich in jedem Jahr, wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten bringen. Dass wir in den letzten 20 Jahren wirtschaftliches Wachstum hatten, dass wir in den letzten Jahren es hinbekommen haben, dass unser Land wirtschaftlich erfolgreich gewesen ist, das hatte und das hat damit zu tun, dass viele Frauen und Männer aus anderen Ländern Europas und aus anderen Ländern der Welt mit angepackt haben, ihr Talent hier eingebracht haben und dafür gesorgt haben, dass diese Wirtschaft nach vorne kommt. Scholz, lass sie alle rein. Jawohl, genau das haben sich alle Leute hier in Deutschland gedacht. Alle, selbst die Türken, mit denen ich im Gespräch bin, sagen, es ist voll das Boot. Die haben keine Lust auf die anderen, zumindest die, mit denen ich gesprochen habe. Also das heißt genau das Gegenteil, was sich die Leute eigentlich wünschen, nämlich keine illegale Massenmigration. Er hat es jetzt einfach doch nochmal gewollt. Es ist doch einfach so schön, oder? Und weil ja über Zukunftsbedingungen diskutiert wird, will ich das ganz klar sagen. Es gibt viele Länder um uns herum und Rechnungen dieser Art liegen auch für uns vor. Die sagen, dass es ein großes wirtschaftliches Problem geben wird. Der hätte fast den Faden verloren und Gott sei Dank kriegen wir noch Geografiekenntnisse. Wir haben ganz viele Länder um Deutschland herum. Das hätte meine 5-jährige Tochter sagen können, falls ich eine hätte. Resultiert daraus, dass die Erwerbsbevölkerung sich reduziert. Für einige wird in wenigen Jahrzehnten die Halbierung derjenigen, die dort berufstätig sind, vorhergesagt. Moment, ich dachte, die ganzen Leute, die ins Inland gekommen sind, die arbeiten jedoch alle. Wie kann es sein, dass eigentlich die Berufstätigen jetzt sinken? Also, boah, da komme ich gar nicht mehr mit. Und es gibt ein Land in Europa, das genauso wie manche englischsprachige Länder die Chance hat, dafür Sorge zu tragen, dass wir nicht wirtschaftlich absteigen, weil wir so viele finden, die mit anpacken wollen. Und deshalb ist es richtig, genau das möglich zu machen mit dem Arbeitskräftezuwanderungsgesetz, das wir auf den Weg gebracht haben. Ach so, ich dachte, er spricht von Djibouti, aber naja, anscheinend meint er Deutschland. Und auch mit der neuen Staatsangehörigkeit, die wir geregelt haben. Wir drehen die Sache nämlich um, so wie in den USA, wie in Kanada, in Australien und anderen Ländern, die daraus Wachstumspotenziale schöpfen und sagen, wir wollen, dass man hier anpackt, dass man die deutsche Sprache lernt, dass man sich an die Gesetze hält, seinen Lebensunterhalt verdient, aber dann auch mitbestimmt. Das ist dort der Fall und es ist auch in diesem Land jetzt möglich, mit den Gesetzen, die wir nach vorne gebracht haben. Alles andere würde dazu führen, dass wir wirtschaftlich Schwierigkeiten bekommen. Es gibt kein Land der Welt mit schrumpfender Erwerbsbevölkerung, das wirtschaftliches Wachstum hat. Das ist die Wahrheit. Ich glaube, die Wahrheit ist aber auch, dass momentan Deutschland, ich glaube, das einzige Land ist, wir sind, glaube ich, auf dem 34. Platz momentan vom Wirtschaftswachstum. Und kann mir das bitte jemand nochmal erklären, wer jetzt hier wie mitbestimmen soll und arbeiten gehen soll? Also irgendwie komme ich da gar nicht mehr mit. Der wir konfrontiert sind. Ja, ja, und gleichzeitig gehört dazu, dass wir ein Land sind, gerade vor den Erfahrungen, die wir in unserer Geschichte mit uns herumtragen, den Erfahrungen und der Tragödie des Faschismus und des Nationalsozialismus. Wir sind ein Land, das denjenigen, die politisch verfolgt werden, die um ihr Leben laufen, die ihr Leben retten müssen, Schutz bietet. Und das steht in unserem Grundgesetz und das stellen wir nicht zur Debatte. Na, ein Glück wird das Grundgesetz nicht mit Füßen getreten, so wie in den letzten 4 Jahren. Das war die peinlichste Rede von Olaf Scholz. Teil dieses Video bitte überall. Sei dabei, wie wir diesen Mann hier endlich zum Rücktritt bekommen. Sollen wir mal eine Petition starten gegen den Scholzi? Ich meine, der denkt ja wirklich über eine 2. Amtsperiode nach. Und ganz ehrlich, ich mache mir wirklich Angst, ne? Bei so viel Zustimmung, also 0%. Hui, das könnte ein enges Ding werden. Und dementsprechend bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde.